Nochmals BRID. Der Eurokläger und Ökonom Professor Wilhelm Hankel rechnet damit, dass die deutschen Steuerzahler nach der Bundestagswahl für die Euro-Rettung kräftig zur Kasse gebeten werden. Sobald die Bundestagswahl in Deutschland gelaufen ist, droht ein politischer Dammbruch, sagte Hankel im Gespräch mit der Wirtschaftswoche. Wahrscheinlich kommt es zu drastischen Schuldenschnitten, zunächst in Griechenland, dann in anderen Staaten. Irgendwann werden die Bürger, die Zahlerländer, der Zahlerländer das nicht mehr mitmachen. Garantiert so. Seit Jahren sprechen auch wir davon, haben immer wieder Beiträge davon drin. Der Schnitt wird kommen, 100%ig. Und die wenigsten glauben das. Noch weniger wissen es. Nochmal BRID zum Dritten. Ist euch schon aufgefallen, dass praktisch kein Wahlkampf stattfindet? Das Wachen darüber ist uns aufgefallen, aber wie ist das denn mit den Schafen bei euch drumherum? Ein interessanter Gedanke von Freund Björn ließ mir keine Ruhe. Was ist, wenn der Ausgang der Wahl schon feststeht, wenn plötzlich Ungereimtheiten zutage kommen, wenn die Wahlbeteiligung unterirdisch ist, wenn die Auszählungsergebnisse überprüft werden müssen, weil da irgendwo etwas nicht stimmt? Vielleicht passiert auch irgendwo etwas Außerordentliches. Attentat, Unglück, Skandal. Muss die Wahl dann wiederholt werden? Findet sie überhaupt statt? Ich bin da noch nicht sicher. Aber bleibt die alte Regierung dann kommissarisch im Amt, weiter wurscheln, um dann die Schreckensnachrichten zu offenbaren, die alternativlos sind? Streichung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes, Pflicht zum Innehaben eines Personalausweises und so weiter und so fort. Dünkt euch nicht auch, dass da etwas Ärges dreut? Sagte sommersonntag.de. Deutschland. Unbemannte Flugzeuge der US-Armee dürfen seit 2005 im deutschen Luftraum umherschwirren, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Auch auf die Oberpfälzer Truppenübungsplätze Hohenfels und Grafenwöhr sind Aufklärungsdrohnen im Übungseinsatz. Seit Donnerstag auch in zwei Luftkorridoren dazwischen. Vor allem denen hätte man wohl gar nichts erfahren, wenn der Schneidenbacher MDL Rainer Strobel von der SPD nichts spitz bekommen hätte, dass es der US-Army seit Donnerstag erlaubt war, mit Drohnen über dem Landkreis Amsberg-Sulzbach zu fliegen. Strobel hatte sich deswegen an den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer und an Verteidigungsminister Thomas de Maizière gewandt. Keine Antwort, natürlich, klar. Eine sehr eigentümliche Informationspolitik, fand der Landtagsabgeordnete, war bei uns auf dem Blog der Honigmann sagt.wordpress.com zu entnehmen und zu lesen. Die gute Nachricht von gutenachrichten.com.de: Rost kann sehr nützlich sein. Ein Team von schweizerischen und israelischen Wissenschaftlern hat den idealen Rost zur Wasserstoffgewinnung mittels Solarenergie gefunden. Es handelt sich um eine spezielle Eisenoxidrost-Nanostruktur, die eine besonders kostengünstige Aufspaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff ermöglicht. Quasi als Katalysator dient eine Tandem-Solarzelle. Michael Gretzel, Leiter des Laboratory of Photonics and Interfaces: Wir haben jetzt nur einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu profitablen industriellen Anwendungen erreicht. Wenn es nach dem Forscherteam geht, wird die Wasserstoffherstellung in Zukunft viel billiger sein als bisher. Das ist sie eigentlich schon lange. Man lässt es nur nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Und vergesst bitte nicht, südlich von Berlin am kommenden Sonnabend haben wir das 11. Honigmann-Treffen. Wenn ihr Lust habt, kommt. Ich glaube, es wird richtig gut gefüllt werden. Spaß werden wir haben. Möglicherweise mit den Leuten, die da waren, bis in die frühen Morgenstunden. Dankeschön. Euer Honigmann. Tschüss.